So, dann gehen wir mal in den Untergrund und gucken mal, ob wir das mit dem Öl hinkriegen. Eine Waffenkammer, Stampfer, Granatenturm. Okay. Wachen sorgen in der Mine für Sicherheit. Bei feinem Kontakt werden Wachen alarmiert und eilen herbei, um sie zu besiegen. Das sind Gegner. Ernsthaft? Okay. Dann machen wir uns mal einen kleinen Gang, würde ich sagen, für... für Wachen. Also einen kleinen Gang, anders. Ein kleines für Wachen. Kostet mich Plastik. Gut, das haben wir ja ein bisschen. Dann machen wir die Ecke hier, würde ich sagen, zu einem Wachgebiet. Habe Minenarbeiter, Schürfer, Mechaniker und Wachen auf wahrscheinlich einer Ebene oder so. So, komm. Mach mir alles fertig. So, dann sind wir schon mal bei 3 Wachen. Genau die, die wir auch brauchen. Ach, hier ist Öl. Okay. Zweiter Extraktor. Und da brauchen wir noch ein paar Mechaniker. Obwohl eigentlich brauchen wir die nicht, weil die müssen. Die müssen ja nur aufbauen. Also da reicht ja auch einer. Na? Maschine gebaut. Wunderbar. So, damit haben wir also auch unser erstes Öl. Ja, ich denke, 2 reichen erstmal aus. Wichtig sind anscheinend die Dinger hier. Die Schürferquartiere. Vielleicht müssen wir mal im Dings gucken. Im Bahnhof, ob wir noch den einen oder anderen bekommen. Aber ich habe ein bisschen Angst, was da hinter uns erwartet. Ein neuer Feind ist erschienen. Unsere Soldaten waren nicht unbegründet. Unsere Sorgen. Hier ist etwas Gefährliches. Hier müssen wir eine Waffenkammer bauen. Okay, wo kamen die Gegner jetzt her? Der war einfach da, oder was? Granatenturm. Ach, hier kann ich gar nicht setzen. Hier muss ich die Sachen erst haben. Okay, nicht wie an der Oberfläche. Okay, ich bin ein bisschen vorsichtig jetzt. Ich warte erstmal, bis ich das Blech habe. Und dann baue ich hier mal so einen Stampfer oder so. Hier durch. Stein, Erde. Okay.
Okay, das hätte ich auch schon viel früher hier auch holen können. So. Grundstein, Grundstein. Grundstein. Okay, hier ist vorbei. Also hier haben auch noch mal ein bisschen Platz. Ach krass, geht ja nicht. Oh, was ist das? Was sind das für Kisten? Ach, neue Türen. Okay, vielleicht sollte ich hier dann auch mal ein Verteidigungsding errichten. Hier geht's nicht weiter. Die geht nicht. Kommt man hier durch? Ja. Und hier sollte wahrscheinlich auch vorbei sein. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier nach unten erstmal. So, Mann, geht ja nicht. Ich könnte doch hier unten noch erweitern. So, jetzt bauen wir aber erstmal die Verteidigung. Ja. Dann bauen wir hier so ein Ding. Arbeiter, die sind wenig. So, haben wir jetzt 7. Der Zug ist im Bahnhof. Maschine gebaut. So. Gut. Dann gucken wir, was dahinter ist. Angst. Eine Ader. So, hier werden wahrscheinlich gleich Gegner rauskommen. Ja. Okay, sehr schön. Erledigt. Oh, oh, da kommen die nächsten Gegner. Welche Mini-Dinger? So, neue Feinde. Und noch mehr Feinde. Auf einen Wachturm, auf einen Wurm gestoßen. Oh mein Gott. Okay. Wie besiege ich denn so einen Wurm? So, hier geht auf jeden Fall das Kabel schon mal lang. Wie mache ich denn so ein Boot kalt? So, dann haben wir hier erstmal 6 Wachen. Hier durch? Nee. Na, hier ist auch vorbei. Rein.
Der Minenarbeiter wurde gefressen. Wie kann ich denn diesen scheiß Wurm töten? Kann man den besiegen? Oh, oh, das wird ja auch richtig heftig jetzt. Ah, und da ist der erste Hebel. Mann, fick dich! Wieso kann ich denn diesen Wurm nicht töten? Wir wachen. Flamethrower. Verbrennt Schlingranken und irgendwas anderes. Also ich würde trotzdem sehr gerne den Wurm töten. Ja, wunderbar. Drei Waffen wurden gefressen. Förderband. Wird es an einen Extraktor angeschlossen und schließlich mit dem Minenschacht verbunden, wird ein Automat. Oh, okay, cool. Oh mein Gott. Das sieht ja geil aus. Da ist noch ein Wurm. Ein neuer Feind ist erschienen. So, komm, dann machen wir die Tür hier auch nochmal auf. Und noch mehr Gegner. So, nächste Kiste. Nochmal ein Hut. Nochmal ein Flammenwerfer. Komm, dann kämpfen wir erstmal. Ah, fuck du, Alter, der nächste Kackwurm. Mach doch den Wurm kalt. Perfekt. Großartig. Oh, da habe ich aber noch richtig viel Plastik. Vergessen wir es wirklich hieß. Plastinium. So, okay. Ich sehe, wir haben wieder neue Sachen freigeschaltet. Also erstmal das Förderband. Aber der Dampfofen ist jetzt verfügbar. Erhöht die Effizienz von Raffinerien, wenn er in der Nähe platziert wird. Braucht Wasser und Dings. Aller Raffinerien. Okay, können wir uns mal später angucken. Was wir jetzt brauchen ist... Robogerichte. Ach ja, einmal noch den Diesel. Stimmt, den Diesel müssen wir einfach nur bauen. Ich würde mal hier hinten vielleicht eine neue Produktionsecke bauen. So, dann fangen wir mal mit der Ölraffinerie. 30 und... ist perfekt. Eine Dieselanlage. So, uns fehlt ein bisschen Plastik-Nons.
Aber das haben wir ja zum Glück wieder gefunden. Geht ein bisschen Blech. Also das mit dem Öl, mit dem Wurm. Muss da eine Lösung dafür geben. Hab ich eigentlich hier oben schon alles angeschlossen? Nö. Aber erstmal das. So, jetzt sind wir bei plus minus null. Sehr gut, Diesel kommt. Unbedingt diese Schürfer. Habe ich zufällig im Bahnhof noch Upgrades dafür? Nee, das sind die falschen. Produktionstempo. Plus 40. Nee, sehe ich nicht. Aufkohlungswerk. Blech, für was brauche ich ein Aufkohlungswerk? Wahrscheinlich für irgendwelche Sachen unten. So, Edelrestaurant. Scheiße. Gut, ich glaube, wir müssen dann nochmal ein bisschen was nachliefern. Aber das bekommen wir hin. Das. Alter, diese Nachricht macht mich einfach fertig. Wo das Scheißding jetzt hier hin? Einfach damit diese Nachricht endlich weg ist. So. Also, Aufkohlungswerk. Uns fehlt Öl. So, das könnte bedeuten, dass wir hier schon wieder Öl abbauen müssen. Scheiße, wo war denn das? War das hier? Hier. Eisenium. Öl. Das ist Öl. Werkstatt zu klein. Nee, das ist hier. Das hier ist die Werkstatt. So, Nummer 3. Achso, brauche ich wieder Blech. Okay. Warte mal. Wo ist denn der Bahnhof? Gibt es das eine... Nein, scheiße, das Ding ist weg. Ah, ärgerlich. Euer Bonus interessiert mich nicht. Okay, das mit den Produktionen hätte ich vielleicht doch nochmal gucken sollen. Wo ist denn Blech? Ja. Hier. Ist im Sand drinne. Ich mach das mal raus. Ich glaube, Sand haben wir genug, ne? Naja, passt. Aber Blech fehlt uns. So, jetzt brauche ich aber Eisenium. Ganz viel. Haben wir hier noch eine Eisenium-Ader? Ja, da. Gut, dann machen wir erstmal eine größere Werkstatt. Nee, warte mal. Hier. So. Eisenium. Shit, wo war's? Da. Mit Blech. Hier ist auch nochmal einer. Ich sollte vielleicht hier auch nochmal ein paar Schürfer irgendwo bauen. Und vielleicht hole ich mir auch nochmal ein paar Mechaniker. Oh ja, ich
Mechaniker müsste ich... Vielleicht baue ich einfach gleich einen neuen Bereich mit Mechanikern. Hier zum Beispiel. So, und Schürfer machen wir gleich auch nochmal einen neuen Bereich. Ach, guck mal, jetzt habe ich so eine Bohrdinger. Maschine gebaut. Ja, ich könnte natürlich jetzt mit dem Förderband arbeiten und das sofort zu den Dingern bringen. Was ist denn das mit dem Förderband? Ich hab da bei Plastik für. So, wo ist der? Da. Dann könnte ich nämlich hier den Schrott beispielsweise. Oh, irgendwas schlüpft rein. So, jetzt. Dann könnte ich das Schrott. Das Schrott? Den Schrott. Theoretisch ja direkt hier raufleiten. Laufen die trotzdem übers Förderband? Ja, okay. So, dann machen wir das Eisenium nämlich hier auch gleich mit. Muss ich die Scheiße nämlich nicht abholen. Problem ist, ich komme hier nicht rüber, ne? Nee. Okay. Das hat sich erledigt. Kann ich 2 auf 1 führen? Kann ich theoretisch hier auch sammeln. Und dann holen die es von da ab. Dann sind die Wege nicht so weit. Das ist natürlich auch cool. Das gefällt mir ja auch. Abholbox. Fällt mir richtig gut. Könnte man das also... Geht das mit Wasser auch? Ja. Okay, sollte ich mir vielleicht für die dritte Ebene auch mal aneignen. Wenn ich jetzt hier Öl mache... So zu, ah, das habe ich so zugebaut jetzt. Das ist natürlich scheiße. Okay, das ist ungünstig jetzt. Oh, kann man das verschieben? Nee. Neuer Meilenstein. Okay. Oh, ich brauche Aristobot. Geht nicht, weil... Oh, ich habe kein Geld? Ich würde gerne Geld veräußern. Nee, ich... Hier, das will ich haben. Und ich glaube, das geht immer durchgehend, ne? So, immer 10 Holz für 2000 Geld. Geh am Bahnhof einen Handel ein. So, jetzt haben wir erstmal genug wieder. Gut, dann werde ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen Geld sparen müssen. Wir haben leider nur eine Bilanz von 406. Das ist sehr wenig. Das würde bedeuten, ich müsste erstmal upgraden und vielleicht noch ein paar neue Häuser setzen.
damit wir wieder flüssig sind. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das erstmal als erstes. Produktion. Ja, ich habe kein Geld. Okay, dann haben wir doch noch was zu tun. Also, wir haben immer was zu tun in diesem Spiel. Das ist ja das Wunderschöne.